Alles hängt für Humboldt mit allem zusammen. Nichts bleibt ohne Nebenwirkung. Und auch den Tropen ringt er auf der Durchreise ein System ab. Er hat die Vision gehabt, den Überblick, das große Ganze. Kein anderer hat das gemacht. Normalerweise hat man erst die Analyse gemacht und dann die Zusammenschau. Bei ihm ist es genau umgekehrt. Er ist unterwegs quer über die Anden und schon in Ecuador macht er dieses berühmte Profil der Anden, das zur Grundlage einer neuen Disziplin wurde, der Pflanzengeografie. Der hat sich gar nicht im Einzelnen beschäftigt mit den Namen irgendwelcher Arten. Er hat die große Vision gehabt. Der Arzt und Botaniker Bonpland dagegen liebt das mühsame Geschäft der Feldforschung. Er hat eine gesicherte Zukunft als Mediziner in Paris aufgegeben und durchquert, ohne eigene Finanzmittel, auf Kosten Humboldts, die neue Welt. In 5 Jahren sammeln sie über 6000 Pflanzen. Mehr als die Hälfte davon sind noch von keinem Wissenschaftler zuvor beschrieben. Unzählige Sammelstücke verrotten in der feuchten Hitze gleich wieder. Oder fallen Ameisen und Käfern zum Opfer. Auf Empfehlung Padre Zayas sind sie inzwischen auf eine kleinere Piroge umgestiegen. Denn der Missionar kennt den kaum schiffbaren Oberlauf des Orinoco. Vier Monate hindurch schliefen wir in Wäldern, schreibt Humboldt in einem Brief nach Berlin, umgeben von Krokodilen, Boas und Tigern. Nichts genießend als Reis, Ameisen, Maniok, Orinoco-Wasser und bisweilen Affen. Bald sind sie mit Schlingpflanzen und Insektenlarven, Wasservögeln und Kuhbäumen, Curare-Gift und Orchideen gleichermaßen vertraut. Ich möchte die Blüte da oben, die Orchidee. Südamerika feiert die Humboldt-Expedition noch heute als wahre Entdeckung dieses Kontinents. Eine epiphytische Art. Mhm. Ja, gut. Auch im Botanischen Museum in Berlin-Dahlem wird Ausstellungsmacher Holl fündig. Hier lagern über 3 Millionen konservierte Pflanzenexemplare aus aller Welt. Darunter einige der Original-Herbarbögen, die Humboldt und Bonpland am Orinoco präpariert haben. Die Paranuss etwa wurde erstmals von ihnen beschrieben. Die entsprechenden Bögen schickten sie nach Paris und an den Berliner Botaniker Karl Wildenow. Dann zeige ich Ihnen etwas, was ich vor 4 Jahren in Paris gefunden habe. Es gibt nämlich ein botanisches Tagebuch, das sich im Musée National d'Histoire Naturelle befindet. In diesem Manuskript finden wir die Feldbeschreibung, also das, was die wirklich an Ort und Stelle festgehalten haben. Dieser Text zur Paranuss stammt von Bonpland, das sieht man in der Handschrift, und das sind die ganzen Anmerkungen und Ergänzungen, die Humboldt dazu geschrieben hat. Und er schreibt in einer Mischung von Französisch und Latein, während Bonpland durchgehend Französisch schreibt. Fünf Finger mit 3 Krallen. Schwanz und Hinterleib schwarz-grün gefleckt. 14 Tage nach der Abreise in San Fernando ist die Messung von Krokodilen für Humboldt schon zur Routine geworden. Erst recht, wenn ihm seine Begleiter die Tiere auch noch sicher verschnürt präsentieren. Sieben Fuß. Sieben Fuß die Länge. 1 Fuß die Schnauze. Und jetzt tritt es herum. Ein Fuß die Breite.
Ein Fuß die Breite. Ja. Lasst es wieder frei. Wenig später notiert Humboldt begeistert, wie der Mensch allem trotzt. Wir baden uns jetzt schon mitten unter Kariben, Segen, Rayas und Krokodilen. Ein Indianer warnt immer den anderen. Und nach baden wir uns alle. Allerdings niemals ohne Hemd und Hose. In diesem Punkt besteht Humboldt auf Etikette. Und versagt sich auch eine angeblich verborgene Neigung, zu Männern offen auszuleben. Gefangen in seinem eigenen preußischen Kosmos. Mit Karibenfischen, besser bekannt als Piranhas, hat Humboldt am Orinoco experimentiert. Im Münchner Tierpark Hellerbrunn ist Frank Holl deshalb mit Aquariumsleiter Frank Müller auf der Suche nach Exponaten. Auch mit Zitteraalen unternahm Humboldt in Südamerika einen Versuch, dem mehrere Pferde zum Opfer fielen, die der Forscher in einen Tümpel treiben ließ. Als die Zitterale sich an den Pferden verausgabt hatten, zogen Bonpland und Humboldt die Aale ans Ufer für Selbstversuche. Nach 4 Stunden notierte Humboldt beinahe euphorisch Muskelschwäche, Gelenkschmerz und Übelkeit bis zum nächsten Morgen. Ja, wir wollen für die Ausstellung eventuell einen von den Zitteraalen auch dann im Deutschen Museum zeigen. Wie sind denn Ihre Erfahrungen mit den Zitteraalen? Ja, also von dieser Geschichte haben wir natürlich schon öfters was gehört. Und man kann sich wirklich bildlich vorstellen, weil das ist auch schon passiert als Pfleger, wenn gerade so eine Reinigung oder irgendwas, wenn du am Tier rankommst, dass du wirklich einen Elektroschlag bekommst, also wirklich saftig ist und zwar einmal bis zu Ohnmacht geführt hat. Unglaublich. Weil diese ganze Zitteraale gehört eigentlich nicht zur Familie der Aale, sondern zum Messerfischen. Und man muss sich vorstellen, der ganze Körper aufgebaut wie so eine Autobatterie, der kann Strom speichern, diese Spannung dann auf einen Schlag abgeben. Und was entspricht ungefähr 500 bis 600 Volt und bis zu 1000 Watt. Am 16. April 1800 nähert sich die Piroge den Stromschnellen am oberen Orinoco. Jede Flusskrümmung hat Humboldt erfasst. Er notiert Fließgeschwindigkeit, Wassermengen, Himmelsrichtungen. Bonpland arbeitet mit dem botanischen Lehrbuch, das sie mit sich führen. Doch Humboldt, der nicht Schwimmer ist, ist beunruhigt. Hinsetzen, Senor Soto! Gottes Willen! Achtung, Vorsicht! Wehmütig und doch erleichtert notiert Humboldt, wir büßten nur ein Buch ein. Es war der erste Band von Schrebers Genera Plantarum, welcher ins Wasser fiel. Ich habe vor mir jetzt 2 Tagebücher, die Humboldt in Venezuela dabei hatte. Das eine hier ist das, das er dabei hatte, als ihm das Boot im Orinoco umkippte. Und da sieht man wunderbar Flecken und er schreibt, die Wasserflecken auf dieser Seite sind Orinoco-Wasser, das über den Tisch lief, als der Kahn umschlug. Unsere Rettung war eine Art Wunder. Die Empfindung im Aufrichten, die Rückkehr zum Leben war sehr, sehr schön.